Hallo ihr Leseratten, willkommen zu dem Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu meinem sehr verspäteten Lesemonat. Naja, Monate. Januar, Februar. Endlich habe ich es geschafft, mich hier hinzusetzen und dieses Video zu drehen. Ja. Aber okay, wir fangen einfach mal an. Ich muss aufpassen, zwischendurch kommt noch ein Buch nach dem. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe nämlich nur ein E-Book gelesen, mehr oder weniger. Von daher muss ich gucken, wo es kommt. Aber es ist gleich hier nach. Der Monat oder das Jahr hat angefangen mit Totenbändiger Band 3 und 4. Ich hatte schon im Dezember ein bisschen angefangen, aber noch nicht viel. Und im Januar dann beendet. Das war mein erstes Buch für dieses Jahr. Und ich habe es wieder sehr gemocht. 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Es war nicht ganz so gut wie Band 1 und 2 irgendwie. Aber trotzdem noch immer spannend. Und ich möchte auf jeden Fall weiterlesen. Definitiv. Also die Reihe ist super. Und da gibt es inzwischen schon die 2. Staffel. Ich hänge also wieder mal hinterher. Aber so ist, ne? So ist. Dann habe ich gelesen, Hani und Nani geben nicht auf und habe den auch 4 Sterne gegeben. Ja, das ist halt so Hani und Nani, was soll ich dazu sagen? Dann, ach nee, jetzt habe ich das doch vergessen, seht ihr? Ich habe dann auch noch die letzte Episode von City of Heroes Test gelesen, zumindest von der 1. Staffel. Wahnsinn, auf jeden Fall. Hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Die ganze Reihe hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Ich blende hier nochmal das Cover vom 1. Band ein. Inzwischen sind 5, glaube ich, erschienen. Der 6. kann das Cover Release, Reveal auch schon, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, bald ist es soweit, dass alles draußen ist. Ihr könnt alles lesen. Ich werde immer noch auf den Sammelband. Ich frage mich, wann der mal erscheint. So. Dann haben wir Flüsterwald, der verschwundene Professor. Professor verschwindet, nein, der ist schon verschwunden. Den 2. Band. Und ich bin auch da wieder durchgeflogen. Und ich mag den Menok Rani immer noch am liebsten. Der ist so knuffig und ich liebe diese Geschichte. Ich habe das so ein Rezi auf Instagram diesmal gepostet. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt da mal vorbei. Genau, aber ich habe gedacht, ich mache mal ein paar Rezensionen auch woanders als nur hier auf YouTube. Also komme ich ja gar nicht mit daher mit irgendwas. Von daher gibt es auch da ab und zu als Rezension. Genau. Dann habe ich gelesen, weil sinnloswert das Ganze war. Mein Sub war ja nun mal im Januar vor allem explodiert oder ist im Januar explodiert. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, erstmal ganz viele kleine Bücher wegzulesen, die ganz schnell wegzulesen gehen, bevor ich mich wieder auf die normalen Bücher stürze. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass dieser Lesemonat hier sehr, sehr einseitig ist. Denn ich habe ganz viele von meinen Wochenendbüchern gelesen. Zum Beispiel Mystery Club, ein gefährliches Spiel. Auch das war wieder richtig klasse. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hat mir sogar 5 Sterne bekommen, weil einfach grandios. Also ist bis jetzt der beste, glaube ich, von denen, die ich jetzt bis jetzt wieder gelesen habe. Das war richtig, richtig gut. Dann habe ich gelesen Schwein in der Liebe und das hat von mir tatsächlich nur 3 Sterne bekommen, wenn ich es richtig sehe. Ja, hat nur 3 Sterne bekommen, war es nicht ganz so prickelnd irgendwie. Ja. Ähnlich ging es aber tatsächlich mit dem nächsten Buch und zwar Der Diamant im Bauch der Kobra von TKKG, weil das da eigentlich, also der Titel alles verrät, was irgendwie ist. Die Spannung rausnimmt, weil man genau weiß, okay. Sie suchen nämlich einen Diamanten und wenn da schon im Titel steht, wo der Diamant ist, finde ich das semi-optimal. Ja, deswegen ist das so ein bisschen schwierig gewählt. Und deswegen konnte ich mich darauf nicht so gut einlassen und habe dem Ganzen deswegen nur 3 Sterne gegeben, weil ich wusste ja schon, wo sie suchen müssen. Ist ein bisschen blöd. So, weiter ging es dann mit Hani und Nani im Gespensterschloss. Ja, auch das, ich kenne es schon als Hörspiel. Das andere bestimmt auch, das, was ich eben gesandt habe. Aber das hier auf jeden Fall. Und ja, ich mag die Geschichte und hat auch wieder von mir 4 Sterne bekommen. Ja, Hani und Nani halt. Dann habe ich ein Buch vergessen. Eine Sekunde, ich brauche nur hochgreifen. Das ist schon... Uppala. Nämlich Rocky Beach, die
Graphic Novel, weil es ja eben auch so schnell wegzulesen ist, weil es ja eben, ne, Graphic Novel, Comic und so, lässt es sich ja auch super schnell weglesen. Und hab's dann auch getan und hab den ganzen 4 Sterne gegeben. Ich weiß, einige da mokiert haben, dass ist ja gar nicht mehr so, wie es man es kennt. Der ganze, also die Charaktere sind ja ganz anders. Ja, natürlich, die sind jetzt erwachsen und es ist halt ein bisschen was passiert, was die drei ein bisschen zerstreut hat. Also im Sinne von, sie sind auseinandergegangen. Und hier treffen sie quasi wieder aufeinander. Und das finde ich ehrlich ziemlich gut. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und von daher 4 Sterne. Dann habe ich noch gelesen im Januar als letztes Buch Die Maske der Königin von den 3 Ausrufezeichen. Auch das hat für mir 4 Sterne bekommen. Ich kann zu den Büchern jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil erstens ist es lange her, teilweise. Und teilweise ist es einfach nur so, ja, so zwischendurch Buch, ne? Ist man dann so weg. Ja, und dann habe ich ein Buch angefangen, was ich im Januar nicht beendet habe und was sich im Februar extrem geschleppt hat, bis ich es irgendwann mal in einem meiner Livestreams endlich beendet habe. Wie tief ist deine Schuld von Ruth Ware? Ich hätte mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut, weil es Ruth Ware, weil ich ja ihr erstes Werk total mochte und den zweiten auch ganz gut fand und habe mich dann wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. Es klang auch richtig toll. Nope. Es war gähnend langweilig, die Protagonistin hätte ich links und rechts eine reinhauen können. Am besten noch geradeaus, damit sie es verstanden hat. Weil die war so naiv dumm und irgendwie war das Baby dann mehr im Vordergrund als sie selbst. Und wie sie, der Umgang mit dem Baby, die alles. Das war für mich kein Thriller, kein Krimi. Also, Thriller steht drauf. Thriller. Jo. Nein. Es war langweilig. Es schleppte sich so vor sich hin. Ich hätte keine Lust zu lesen, ich wollte aber wenigstens auslesen. Ihr kennt mich, ich breche selten Bücher ab. Und ich meine, das muss mehr. Hallo? Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor anderen Büchern von ihr. Ich habe schon gehört, dass das Neueste von ihr gut sein soll. Es gibt ja noch, ich glaube, noch ein weiteres, was ich noch nicht gelesen habe. Ne, 2 weitere. Ne, Quatsch, das eine ist ja nur ein anderes Cover. Der Tod der Mrs. Westaway kenne ich noch nicht. Und das Neueste. Ja, mal gucken. Erst habe ich die Nase voll. Also das Buch war echt, das war... ich habe dem Ganzen sage und schreibe 2 Sterne gegeben. Yep. So viel dazu. Ich gucke im Buch. Und dann habe ich noch gelesen, habe ich es nicht sogar schon parallel angefangen gehabt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ein Buch, das ich schon mal angefangen und so weiter gelesen hatte, weil das so das Ende der Fantasy-Phase war und ich dann erstmal keine Lust auf Fantasy hatte. Und jetzt habe ich da wieder zugegriffen und ausgelesen. Magie aus Gift und Silber von Lisa Rosenberger. Es ist jetzt nichts von den Büchern von ihr, die ich unbedingt haben wollte und haben musste und lesen wollte. Das hat mich am wenigsten angesprochen, die ganze Zeit schon. Und deswegen hat es von mir auch nur 4 Sterne bekommen. Es ist zwar super an sich, aber es ist einfach nicht ganz meins. Ich finde die Lethersum-Reihe von ihr viel, viel schöner und besser. Und auch die Aria und Finn-Reihe, beziehungsweise das Buch, bis jetzt gibt es ja nur eins, fand ich besser als das hier. Also wie gesagt, es ist super, es ist gut, es ist spannend, es ist lustig. Aber irgendwas hat mir da gefehlt. Ich kann nicht mal beschreiben, was. Aber es ist einfach, ja, für mich persönlich sind die anderen Bücher von ihr eben besser. Und deswegen hast du 4 Sterne bekommen, was hier immer noch nicht schlecht ist. Und ja, das war mein Lesemonat Februar. Ich habe mich durch Roosevelt gekämpft und habe dann das hier noch weggesuchtet. Und das war's. Wow. So viel zum Subabbau. Das hat wunderbar im Februar funktioniert. Ja, so viel dann dazu. Kommen wir zur Substatistik. Ich hatte ja gesagt, ich habe angefangen mit 908 Büchern tatsächlich. Stimmt, ich hatte eins vergessen gehabt. 908 Bücher im Januar. Da bin ich gestartet dieses Jahr. Und hatte Ende Januar, dann kamen 21 Bücher dazu. Und ich habe 10 Bücher weggelesen. Das heißt, ich habe 119 am Ende des Monats gehabt. Und habe damit auf 119 gestartet, habe dann auch noch 2 Bücher aussortiert im Februar, die ich euch dann in einem Aussortiervideo Ende März, denke ich, oder war das Ende April, irgendwann demnächst ein Aussortiervideo, zeigen werde. Und ich habe auch
zwei gelesen und es kam nur ein Neuzugang rein. Von daher sind wir inzwischen bei 916, also Ende Februar sind wir bei 916, inzwischen hat sich natürlich wieder was getan. Aber ja, also insgesamt ein Plus von 8, wenn man die beiden Monate zusammenzählt und guckt. Ja, ich müsste immer noch 17 Bücher lesen, um unter 900 zu kommen. Mal gucken, ob ich das irgendwo schaffe. Zumal wir immer neue Bücher reinkommen. Man kennt's. Okay, das war's von mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bye, bye.